Interisch Kolomarot. Für 5W plus Z 5W6. plus Z halbe, also plus 3. Ja. Und Klappen pro gut. Schritt Entfernung ziehst du wie viel Schaden aus Ah ja, ein dem? Würfel wurde abgezogen, meines Wissens nach Ein immer. Würfel? Okay. Ein Würde Würfel 5. und 1. Dann Gut. würde aus, dann würde Boltax ja gar nicht mehr angegriffen werden, ne? Ja, klar. Schade. Genau. Schade, schade. Sagen auf Warum der denn? 17, das Heu stobt auseinander, aber es ist noch genug da. Boltax hat das wie gesagt angezündet, greift rasch um sich. Rafim, du verlierst Ausdauer durch beißenden Rauch, 11 Stück. Hängst da immer noch oben. Der Malmer möchte fliehen, du siehst die Panik in seinen kleinen Stieläuglein. Die bohren sich in diese Genießt du Dame den Kampf? Genießt du es? Und dann würde Rafim von dem Kopf runterspringen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Gebäude ist oder ob ich einfach 4 Meter falle. Nein, nein, nicht 4 Meter. Also das Ding ist 40 Schritt lang. Ich würde dir sagen 8 Meter. Oh, 8 Meter. Passt schon. Ja, machen wir. Wir springen 8 Meter. Ja, können wir schon. Plus 8. Plus 8. Nö, ist das alles? 1, 2, 3. Sind sagenhafte 12 Schadenspunkte, die du bekommst. Du kannst einen Würfel rausziehen. Es sei angemerkt, da dies hier ein kontrollierter Sprung ist, sind es SPA. Genau. Ja, du ziehst Also, die 5 raus. Boah, ich habe dann nur sind Einsen gewürfelt. Ich habe 7 nur Einsen gewürfelt. Kannst du hier schippen. Schaden kriegst du. 7, 3 Schadenspunkte? So ein Ja. verknackster Fuß. Kann Ja, ich auf rollst dich. Selbstbeherrschung würfeln, um das mir nicht anmerken zu lassen? Du rollst dich einfach Du ab bist auf auch dem Knie. Märtyrersegen. Irgendeine Muschel, die tief in deinem Knie drinne steckt, wohl durch die Rüstung von Pharma durchgebrochen. Und könnt dann dem Schauspiel beiwohnen. Der Homeria, der Malme wird auf alle Fälle laut heulen, kreischen. Habt das schon einmal gehört, als er erschienen ist, jetzt ein weiteres Male. Noch einige Wellen, die Charybdis versucht, dem Ganzen entgegenzuschicken, aber mit einem letzten erbärmlichen Schrei wird der Homeria über die nächsten Augenblicke, Minuten gekocht. Der Nebel hat sich verzogen und ihr merkt diesen Geruch nach gekochtem Fisch. Ab und zu ist die Rüstung auch aufgesprungen, aufgebrochen, dick wie sie ist, könnt ihr sehen. Daraus könnte man sich sicherlich eine famose eigene Rüstung machen oder sogar Boote, Schiffe, die man daraus fertigen könnte aus diesem gewaltigen Panzer. Und während ihr dem Treiben zuseht, wie die kleinen Äuglein aufgeplatzt sind, 20 Minuten später wird das Einlaufen eures eigenen Schiffes, der mondsilbernen Drachentöter, mit einem Krachen von Kanonen die Ankunft verkünden. Ihr habt gewonnen. Also besonders hilfreich waren unsere Leute ja jetzt nicht auf dem Schiff. Ich nehme an, Sie schießen, weil Sie sich so freuen. Oder seht ihr noch irgendwelche Gegner? Nein. Naja, vielleicht sind Schiffe ausgelaufen von den Kultisten. Ja, ihr könnt auf alle Fälle sehen, die Belagerungsgeschütze werden auf den Humeria angelegt. Sie wissen nicht, dass er tot ist, sie wissen nicht, dass er angebunden ist und von hinten krachen zahlreiche Schüsse, Rotzenkugeln in den Hinterleib, was der allerdings nicht mehr quartiert, denn der ist bereits tot. Oh, wir gehen wohl besser mal ein wenig auf Abstand. Ich bin schon am Ja, Rennen. irgendwann, nachdem ihr euch in die Gassen geritten habt, könnt ihr sehen, dass dann der Beschuss nach grob, ihr würdet sagen, der zweiten Salve eingestellt wird und alles wieder ruhig wird. Oh, riecht dir diesen lieblichen Geruch? Stinkt nach Fisch. Und Stollen Nummer 5. Ah, ein wunderbarer Brandbeschleuniger. Ach, das das stinkt ist hier das! so. Das ist ein wunderbarer Wohlgeruch. Ich bitte euch. Es ist kein Wohlgeruch mehr, wenn er mit brennendem Hummer Numeria vermischt ist. Und dem nassen Holz, das auf dem Teppich ist. Ich finde, wir sollten unseren Leuten an Deck nicht sagen, dass der Malmer schon tot war. Ich denke, das ist gut für die Moral. Sie können die Übung auf jeden Fall brauchen. Bei Sokramor, du bist ein wahrer Riesentöter, Rafim.
Ja, wir sind erwählt und er war schwach. Wie viele sind tot? Da drüben liegen sie, zerschnitten. Auf den ersten Blick sind das 5. Gut gemacht, dass du die anderen am Leben erhalten hast. Die scheiß Sumeri haben uns auf dem Rückweg abgefangen. Trak lege seine riesige Faust auf die Schulter. Der nächste Malma gehört mir. Ja, wir werden sie alle finden. Davon muss es mehr geben. Ich hoffe, der nächste ist stärker. Danke, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast. Wen soll ich denn sonst mitnehmen? Als meine Männer, meine Frauen, meinen Stamm. Das ist richtig. So, Rafim, als König bekommst du nun einen neuen Titel. Du hast wahrhaft kraftvoll gegen den Humeria gekämpft. Deshalb bist du fortan bekannt unter Rafim, dem Krustenquetscher. Klingt das nicht fantastisch? Boltox, ich glaube, das ist so ein Übersetzungsding. Das mag in Rogolan ganz gut klingen. Das klingt richtig scheiße. Aber ich lerne mal Rogolan und dann reden wir nochmal drüber. Da heißt das Crush Mordur. Ja, doch, hat was. Nun, Visierer, jetzt wo eure Stadt nur ein wenig brennt, ein untoter Dämon uns zu Füßen liegt und hier genug Leichen sind, um damit einen ganzen Boron ans Anger zu segnen, was machen wir? Ja, ich würde sagen, alles in allem hat sich die Lage der Stadt sehr verbessert. Und so wie ich das sehe, ist die Stadt immer noch voller Wahnsinniger und Paktierer. Eines nach dem anderen. Zulamin wirft mal einen Blick in die Bucht raus. Vielleicht nehmen wir erst einmal Hasswulf in Empfang. Falls sie von Bord kommen. Mal sehen. Ja, es wird gut sein zu hören, wie es draußen in der Bucht aussieht. Und wenn sich jemand schlecht verhalten hat in unserer Abwesenheit. Habt ihr meinen Schuss gesehen? Voll ins Auge! Ja, jetzt sei mal kurz ruhig. Also, wenn sich jemand schlecht verhalten hat in unserer Abwesenheit auf dem Schiff, dann können wir als Strafe einführen, dass er die ganze Stadt putzen muss. Ich nehme erstmal die Magistratin beiseite. Ein hervorragender Schuss, bin ich mir sicher. Verzeiht, Voltax, er ist ein wenig erschöpft. Ja. Ihr habt ja auch geholfen, hab ich ja auch gesehen. Ihr wart ja auch hilfreich. Nennen wir es so. Kommt, wir hatten viel Glück, dass sich der Malma nicht um die eigenen Leute schert. Er hat uns sicher 50 von ihnen abgenommen, einfach durch seine Masse. Ich bin um ehrlich zu sein froh, Rafim, dass so wenige der Trollzöcker die Sache mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ich nehme an, es hatte das damit zu tun, dass du seine gesamte Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast. Ja, ich dachte, es wird ein guter Kampf, aber ich dachte, es wäre stärker. Eine wahre Herausforderung. Rafim war auf jeden Fall der Held des Tages. Auf jeden Fall. Aber der Kampf war wirklich etwas unterwältigend. Also im Vergleich. Ihr habt die Bestie ja auch erst am Boden festgenagelt. Ja. Das ist richtig. Nun, es ist schön, dass ihr alle den Kampf gegen ein 40 Schritt großes Riesenvieh als unterwältigend bezeichnen könnt. Ohne eine Schramme, Jalan. Ohne eine Schramme. Schaut einmal. Da doch ein Morphu-Stachel. Aber, ansonsten. Moment, da ist noch einer. Ja. Hier, Diamant ist euer Beutel. Er ist leider leer. Tut mir leid. Aber wenn es helfen konnte, diesen Malma zu besiegen, dann hätten wir auch noch gleich 3-4 solcher Beutel aufbrauchen können. Auf dem Schiff haben wir noch... Sind wir in Torvalan noch welche hier? Ja, wenn du kurz durchzählst, du kannst sehen, wie sie da entkräftet am Strand sitzen. Freya hat wohl schon einen langen Spieß hervorgeholt und poolt sich da wohl so ein bisschen Krabbenfleisch aus dem Inneren, was gut gekocht ist. Und die anderen sitzen unglaublich kaputt mit vielen blutenden Wunden da. Es sind 10 Stück, beziehungsweise 11, aber 10 plus 1. Moment, leise zu meinen Kameraden. Wir sollten uns vor denen da in Acht nehmen.
Warum? Weil wir den Tempel angezündet haben. Auch, ja. Weil sie Torwaller sind. Na und? Aber mir ist für Weggründe vorne oder hinten angestellt. Ja, es könnte sein, dass sie dies schwer verkraften. Ah, ich verstehe. Aber sie haben endlich ihre Rache bekommen, oder nicht? Aber vielleicht sind sie jetzt auf Rache für den Tempel. Oder auf Rache für etwas anderes. Tempel war entweiht. Habt ihr den gesehen? Naja, ja. Ich glaube, es ist besser, wenn wir ihn von Grund auf neu aufbauen. Na, wir können uns schnell um das Problem kümmern. Sobald unsere Mannschaft angekommen ist, können wir jeden dieser Torwaller gefangen nehmen. Wird ein gutes Sümmchen einbringen. Und warum, in der Heimat. Unter welchen Beweggründen sollten wir sie verhaften? Paktiererei, Ketzerei, Hinterziehung ihrer Majestät steuern. Nun ja, sie haben uns geholfen. Würde es nicht ein merkwürdiges Licht auf uns werfen, wenn wir unsere Verbündeten verhaften würden? Sagore meno kyviner, ergavi. Damit richten sich die Torwaller auf, schleppen sich noch ihre Äxte, werfen sich die über Schulter. Und Stirbjorn ist der Einzige, der euch noch zunickt, sich an eine imaginäre Mütze greift, sie einmal zieht. Und dann gehen sie vom Strand in Richtung des Terran. Kann ich ihm, ich weiß nicht, wie nah die an uns dran sind, kann ich irgendwie, hey Stirbjorn, ho Stirbjorn rufen und irgendwie. Ja, das geht noch. Die anderen gehen auf alle Fälle weiter. Stirbjorn bleibt aber stehen und kannst dann auf ihn zueilen. Ja, ich gehe irgendwie auch ein paar Schritte mit ihm in die Richtung. Nun, Stirbjorn, jetzt, wo ihr eure Rache habt, was gedenkt ihr zu tun? Das wir nicht wissen. Wir uns wissen, wir haben Rache bekommen. Ei, das wohl. Wir werden beratschlagen. Wir wählen neuen Hetman oder Frau. Vielleicht wieder dich. Und wir uns dann suchen neue Aufgabe. Nun, ich denke, zur Feier des Tages seid ihr auf jeden Fall sicherlich die Visiere im Palast willkommen. Wir uns gehen in unsere Festung, da wir uns sicher. Es gibt hier noch viele andere Banden, aber wir uns wissen, wo ihr seid. Natürlich. Svanfara, Waffen mit euch. Waffen mit euch. Svanfara. Abenteuer. Nun, so viel dazu, meine Herren. Ich denke, wir alle haben ein wenig Ruhe verdient. Und eine Pulle Schnaps. Sammeln wir Hasswolf und ein paar Landgänger ein und ziehen uns in den Palast zurück. Ich hätte da noch eine Flasche Stollengrollen. Warum nicht? Was machen wir mit den Leichen? Wir können sie nicht diesen Leichenschändern überlassen. Ach, ja, diese Metzgerin. Die sollten wir uns auch kümmern. Am besten mit der Dukatengarde. Warum türmen sie? Nun, das Feuer brennt noch. Aber es sind wirklich viele Leichen. Nun, wir können sie auftürmen und ja. Ein Haus wird sich schon finden, dass wir nun ja zerlegen können für einen großen Scheiterhaufen. Warum türmen wir sie nicht vorerst auf und warten ab? Und früher oder später wird sich diese Metzgerin mit ihrem Bändchen sicherlich hier blicken lassen. Und wenn sie alle schön hier versammelt sind, ja, dann haut sich mit der Faust in die will sich mit der Faust in die Handfläche hauen. Und ihr versteht. Ja. Ich möchte, dass sie festgenommen werden. Am Ende des Tages sind auch sie Opfer der Umstände. Und vielleicht kann man wenigstens noch etwas für ihre Seelen tun. Ich möchte gerne mit Aetilius in dieser Sache sprechen. Eure Stadt, eure Gesetze. Aber dann setzt tatsächlich besser die Dukatengarde drauf an. Zumal sich die Trollzocker wohl eine Ruhe reichlich verdient haben. Naja, ich schätze, Aetilius und die Dukatengarde zusammen werden eine... Ja, während positive. Du die Treuzacker und Ruhe gerade ansprichst, kannst du sehen, wie wir sind wohl noch ein paar übrig. Du siehst jetzt so, wie ungefähr 20 von ihnen auf dem Weg zurück einige Türen eintreten. Du siehst, wie Fischmenschen rausgezogen werden und auf der offenen Straße dann einfach enthauptet werden. Oh, es gefällt mir, dass sie so motiviert sind. Oh. 10 rechts, 10 links. Knacken, poltern, Schreie. Kreischen, quaken, hopsen. Und während ihr dem Ganzen folgt, vielleicht mit einem missmutigen Blick oder vielleicht habt ihr auch eingesehen, dass hier Gnade sich nicht lohnt, da kann Zulamin erkennen, wie am Straßenrand zwei Ferkiner sitzen, schwer verletzt. Der eine wohl eine punktierte Wunde, die so ein bisschen laut fiebt. Der andere auch schwer verletzt, aber du kannst ihn erkennen.
Jara bin Harasami. Jara, ihr habt erlebt. Vesira. Ihr seid ein so großer Krieger, wie ihr gesagt habt. Schließt ihr euch jetzt mal im Harem an? Nein. So. Aber wir nehmen euch mit und flicken euch zusammen. Kommt. Er gibt dir seine Hand und lässt sich hochhelfen. So könnt ihr ihn stützen und mit den letzten überlebenden Ferkina-Kriegern und dem lauten Rufen der Trollzacker zurück in euren eigenen kleinen blauen Palast, wo ein Bild auf euch wartet. Dann schreiben wir den 28. Praios, später Abend, und ihr seid in eurem blauen Palast angekommen. Mittlerweile hat sich das Schiff angelegt, allerdings in dem anderen Hafenbereich, und nach einer kurzen Orientierungsphase könnt ihr erkennen, wie einige Offiziere von eurem Schiff an Land gekommen sind. Darunter, neben zahlreichen Wachen, die das Schiff in ihre Obhut nehmen, werden sich bewegen Hasswolf Ingrid schon, Wilbur von Rabenmund, der Emissär bzw. der Diplomat, Marcesca Paligan, die Proprezeptorum der Drakoniter, Netia von Pericum, Iro Gnaden Itilius, der Seelenkundige, und der Hauptmann der Wache, Major Tioma Dreischberger. So könnt ihr die kleine Gruppe in eurem blauen Palast empfangen. Ihr könnt sie dann im Atrium begrüßen, während ihr von oben herabsteht, oder aber sie eben selbst mit der Hand begrüßt. Eure Torwaler, eure Trollzacker sind in der Nähe, die Torwaler in ihrer Festung und die Trollzacker drumherum um den blauen Palast, und räumen weiter auf. Ansonsten können wir beginnen. Willkommen in Janka, meine Damen und Herren. Abenteuer. Habt ihr gut hergefunden? Ja, wir hatten einige Zwischenfälle, aber konnten wir niederschlagen. Viele Homerier, die sich auf das Schiff gekämpft haben. In der Bucht noch? Ja, 10 Meilen davor haben wir geankert. Nichts, was groß gestört hat. Die Männer haben sich eigentlich benommen. Die üblichen Zwischenfälle. Ich habe alles ins Logbuch geschrieben. Kann der Kapitän dann nachvollziehen, wenn er sich das besieht. Natürlich. Und ich denke, mit den Homeriern vor Janka wird es in näherer Zukunft ein Ende haben. Ja. Habt ihr wohl gut gemacht. Aber das war ja auch eure Aufgabe. Ja, der Malma ist besiegt. Und der ihr hier vor uns steht, hat sich wohl auch der Nebel gelichtet. Ja, der Nebel hat sich gelichtet. Hab schon gehört von einer der Swafni-Geweihten, die da rumlief, dass der Nebel sich verzogen hat. War wohl für uns weniger das Problem, vielmehr die Scheren, aber ihr habt ihn ja, so wie ich das gesehen habe, gekocht, ja? Unsere Einschläge waren sofern gar nicht mehr nützlich. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, als wir das Licht gesehen haben, aber 20 Minuten müssen schon drin sein, verzeiht. Natürlich, wir wollten nicht, dass er euch draußen in der Bucht erwischt, deswegen haben wir das Signal erst gegeben, als wir ihn am Strand hatten. Das war nicht euer Fehler. Nö, das lasse ich mir auch nicht an und das lasse ich mir auch nicht von euch zuweisen. Aber gut, dass ihr das nicht tut. Nun, jedenfalls, kommt doch herein. Setzt euch erst einmal, esst und trinkt. Das Wenige, was wir auftreiben konnten. Wir müssen noch ein paar Schlafstätten herrichten. Danke. Francesca Paligan wollte mit reinkommen, aber sie soll euch selbst sagen, was sie von euch will oder nicht will, ist mir auch egal. Ich habe Netia noch mitgebracht und mit Etilios und selbstverständlich auch Major Tioma Dreischberger. Der hat gesagt, dass er die Aufräumaktion innerhalb der Stadt gemeinsam mit der Dukatengarde begleiten möchte. Und Rahmen wollte ich nicht mitbringen, aber der ist mir einfach gefolgt. Nun, als Landmann ist es ihm sicherlich, bekommt es ihm sicherlich ganz gut, nun auch an Land zu sein. Keine Sorge, die Seebeine wachsen ihm schon noch. Irgendwann. Ja. Mir ist es egal, solange er mich nicht nervt. Wenn ihr noch was braucht, ich gehe jetzt erstmal in die Küche. Sicher doch. Abenteuer. Sollten wir ihm von seinen überlebenden Landsmännern erzählen oder lassen wir ihn das von sich herausfinden? Ravenmund, raus! Ich denke, das soll er mal schön selber rausfinden. Ich denke auch. Es klopft an der Tür. Ja, bitte. Hallo, darf ich reinkommen?
Ja, natürlich. Oh, hier ist sicher. Ja, der Hasswolf hat mich gerade eben schon wieder rausgeschickt. Gibt es hier noch einige diplomatische Zwischenfälle, die ich klären darf? Wir hätten da einen Obstbauern, der müsste einmal genau unter die Lupe. Ah, das ist eine Aufgabe für mich, ein Obstbauer. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, die einheimische Bevölkerung. Ich verstehe mich ja auf die Kulturen aller Völker. Ja, wunderbar, da dachte ich genau an euch. Ich wusste, dass ich bei euch an der richtigen Adresse bin. Darum solltet ihr euch jetzt kümmern, nicht wahr, Visira? Ja, er ist völlig grundloserweise aufgebracht. Vielleicht könnt ihr ihn ein wenig beschwichtigen. Ja, und zur Not werde ich ihn in der Bürokratie ersticken. Aha. Genau. Das klingt gut. Gut. Mir war nur wichtig, dass es... Oh, hier ist auch schön warm drin, muss ich sagen. Darf ich mich setzen? Ja doch, sicher doch. Oh, er will von Rabenmund drückt seinen Hintern in so einen der Sitzsäcke und macht es sich erst einmal gemütlich, raschelt noch so ein bisschen und legt dann seine Hände gefaltet hin und Herr Doktor, wenn ich so liege, dann geht's. Ich dachte, ihr wolltet euch um den Obstbauern kümmern. Ja, guck doch mal, ich glaube nicht, dass er noch wach ist. Das mache ich morgen. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass dieser Hofsbauer im Moment schlecht schläft. Ich glaube auch. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Ich werde direkt morgen mit der Sonne ihm einen Besuch abstatten. Mit dem ersten Sonnenstrahl, wie frei ist es wirklich? Nehmt Leitschutz mit. Die Banden herrschen hier immer noch. Diamantes, warum sagst du ihm das? Was machen wir nun mit den Leichen? Hat jemand einen Kohlestift? Nun, die Leichen werden jetzt gerade schon zusammengeräumt. Ich werde mir gleich Eisberger und die Dukaten gerade schnappen und sie anweisen, uns nachher die Metzgerin und ihre Bande einzufangen. Und wenn sie kommen, um sich die Leichen zu holen. Gut, dann werde ich mich indessen mit Aetilius unterhalten. Er wird in dieser Sache bestimmt auch das eine oder andere beizutragen haben. Und ich nehme an, unsere Herren Gelehrten wollen sich wohl dieses Bild noch einmal betrachten, ne? Ja, es ist mir ein Rätsel. Ja, nun, ich würde mir das Bild gerne einmal anschauen, aber davor habe ich noch viel zu tun und frühestens in 3 Tagen werde ich dazu kommen. Nun, dann lasst uns doch erst einmal ins Wohnzimmer gehen und uns in Ruhe unterhalten. Euer Gnaden? Aetilius? Ja, wenn du den Raum verlässt und dann in den nächsten reingehst, kannst du sehen, wie Aetilius und die Nedja, die Rezeptoren dort stehen, die gemeinsam vor dem Bild, haben die Stirn in Falten gelegt und die Hände so ein bisschen vor den Mund und tuscheln da so ein bisschen, als sie sich dann umdrehen. Oh, ja, guten Abend. Ah, ihr habt das schon gefunden. Sehr schön. Boron und Tisinde mit euch. Ja, in dieser Sache wollten wir auch noch mit euch reden. Ihr bräuchtet ein Bad. Ja, wir alle. Was habt ihr herausgefunden über dieses Bild? Vielleicht schildert ihr uns eure Eindrücke, eure ersten Eindrücke, ungefiltert und unbeeinträchtigt durch unsere Ansichten. Herausgefunden über das Bild, nun herausgefunden wenig, aber interpretieren vermögen wir es doch. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen keine Bildbeschreibung. Wir sehen natürlich in der Mitte eine Gruppe von Kultisten, die um einen gesichtslosen Menschen an einem Stein herumstehen. Geschlitzter Rock. Tja, in der einen Ecke ein Djinn, in der anderen Ecke eine Tropfsteinhöhle mit einem Altar oder einem Buch, eventuell eine Steinplatte. Eine Kapelle. Ich kann allerdings nicht ganz zuordnen, zu welcher Gottheit sie gehört. Und in der rechten unteren Ecke eine Festgesellschaft. Allerdings befinden sich in ihren Rücken und den Händen dahinter ein Messer. Tja. Nun, ansonsten auffällig, ich kann die Inschrift am Stein zwar nicht entdecken, aber es gibt wohl... Ist das die Unterschrift des Malers? EDU? Vermutlich. Vermutlich. Nun, was haltet ihr von dem Hauptbild? Der Mann, der neben dem Stein steht. Tja, wohl konzentriert sich das ganze Gemälde auf eben diese Szene. Tja, was kann man dazu sagen? Ist euch sein Gesicht aufgefallen? Er hat keins. Eben.
Ich denke, dieses weiße Gemälde, auch wenn das alles als schwarz-weiß gehalten ist, aber das ist durchaus nicht farbig, dementsprechend weiß, die weiße Stadt. Das ist Elborum. Schon immer gewesen. Und? Nun, das bringt uns vielleicht etwas weiter. Vielleicht noch zu dem Gesicht. Wir haben hier in der Stadt einen, nun ja, ich möchte nicht sagen geschändet, einen heruntergekommenen Tempel gesehen. Und uns ist bei einer Statue etwas Ähnliches aufgefallen. Die Statue war wunderbar gearbeitet, aber die Gesichtszüge? Leer. Als wäre sie nicht bearbeitet worden, ähnlich wie bei der Figur auf diesem Bild. Tja, keine Emotion, die das Bild zeigt. Keine Freude, kein Zorn, gar nichts mehr. Das könnte tatsächlich für den Kultus der Gegenreiher sprechen. Zumindest wenn, nun, wir sind in Oron, da liegt zumindest diese Vermutung nahe.